Am 9. Dezember 2018 soll der SSV Reutlingen am Stadion auf der Waldau gastieren. Wem das kein Begriff sein sollte, es handelt sich hierbei um die Heimstätte der Stuttgarter Kickers. Dass sich beide Szenen nicht zuletzt wegen der Freundschaft der Szene E zum Kommando Cannstatt besonders gut riechen können, sollte also jedem klar sein. Bereits am frühen Morgen sammelt sich der Szenehaufen aus Reutlingen und fährt einheitlich in Schwarz mit etwa 300 Personen mit dem Zug nach Stuttgart. Die Heimfans rund um die blauen Bomber stehen bereits Spalier und warten mit knapp 50 Mann unter dem Radar der Staatsmacht auf einem kleineren Fußballplatz unweit des Bahnhofes. Kurz nachdem Reutlingen in Begleitung ihrer Freunde aus St. Gallen am Bahnhof ankommt und aussteigt, zeigt sich die Heimszene. Nachdem zunächst Gegenstände hin und her fliegen, wechseln kurzzeitig einzelne Fäuste die Seite, bevor erste Beamte dazwischen knüppeln und erstmal für Ruhe sorgen. So geht es weiter zum Stadion, wo plötzlich ein kleiner Haufen Reutlinger Sportler hinter der Heimkurve erscheint. Ob dies zufällig oder geplant geschah, ist ungewiss. Einige Ultras der Kickers ergreifen jedoch sofort die Initiative, sodass es wenige Sekunden knallt, ehe erneut die Polizei dazwischen funkt. Nachdem der vermeintliche Gästehauptmob nun endlich im Stadion ist, kommt es jedoch hinter der Kurve nur kurze Zeit später zur nächsten Rennerei. Dieses Mal überraschen in etwa 50 Reutlinger in Begleitung einzelner VfB-Hools den Heimanhang. Im Stadionumlauf wird die Szene der Kickers an einem Bierstand überrascht und kassiert zunächst in Unterzahl einige Backpfeifen. Nachdem jedoch nach und nach mehr Heimultras dazukommen, gleicht sich die Szenerie aus, sodass es einen fairen Austausch an Nettigkeiten über mehrere Minuten gibt. Zu erwähnen ist zudem, dass auf Heimseiten eine nicht unerhebliche Anzahl an Ultras aus Regensburg zur Unterstützung dabei war. Erneut löst die Staatsmacht schließlich das Geschehen auf, sodass sich jetzt beide Seiten auf das Spiel und den Support konzentrieren können, denkste. Während des Spiels schaffen es einige Reutlinger, ein Trenntor aufzubrechen, wodurch es also nochmals im Stadion für kurze Zeit knallt. Ein paar gezogene Kickers-Utensilien auf Reutlinger Seite wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Das Lokalduell konnte schließlich Blau-Weiß mit 1:0 für sich entscheiden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.